liebe Zuschauer, wir befinden uns hier in der Gewichtheberhalle des ASK Frankfurt-Oder am Bundesstützpunktzentrum in Frankfurt-Oder. Und bei mir steht Lars Bethke. Hallo Lars, du bist Stützpunktleiter und Trainer. Landesstützpunkttrainer. Und seit wann machst du das hier schon? Trainer? Seit 22. Selbst ein erfolgreicher Gewichtheber gewesen und auch schon beim Talk dabei, beim Beats. So, am 6.12. findet hier ein großes Event statt. Was wird hier geboten? Ja, hier findet wieder unser Oder-Pokal statt, der seit 14 Jahren wieder neu aufgelebt ist. Vorher zu DDR-Zeiten war schon sehr gut besucht. Wir haben es geschafft, dass dies Jahr 7 Nationen starten. Die weiteste Entfernung ist Kanada. Wow. Also wir haben Kanada, Litauen, Estland, Dänemark, Polen. Aus Dänemark sind 2 Mannschaften. Alles Nachwuchsathleten oder auch? Teils. Also von Kindern bis Erwachsene. Cool. Und wie viele Auflagen ist das ungefähr? Wie oft fand schon der Oder-Pokal statt? Einmal im Jahr. Also einmal im Jahr, wie viele Jahre schon? 14. 14? 14, ja. Super. Alle auch hier untergebracht dann im Sportzentrum? Ist zurzeit schwer, weil umgebaut wird im Sportzentrum, im Hotel. Deswegen haben wir sie in Polonia untergebracht und in anderen Hotels. Mhm. Haben auch viele selber gebucht. Ja, 6.12. Nikolaus. Mhm. Passt. Gibt es irgendeine Überraschung für die Athleten oder Kinder? Ja, ist die Überraschung auch vorbei schon? Ja, also ja. Gerne, kommt vorbei hier am 6.12. Wann geht's los? Welche Uhrzeit? Am Freitag geht's um 13 Uhr los und am Samstag um 11 Uhr. Das Finale und so weiter. Na, Freitag sind die Frauen dran, also Mädchen, Frauen. Sehr interessant. Aus Kanada ein 13-jähriges Mädchen, also ein sehr talentiertes. Sieht man bestimmt mal bei Olympia. Und am Samstag bei den Herren ähnlich. Einer aus Kanada, der schon richtig gute Lasten wirft. Aus Frankfurter Sicht? Aus Frankfurter Sicht? Ja, wir wollen natürlich auch gut aussehen. Wir haben vom ASK den Tom Hauf, den Moritz Hennig dabei, Enno Hennig. Mhm. Moritz und Tom, die waren letztes Jahr bei der Jugend-Europameisterschaft. Die wollen dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Abschluss machen, die Kadernorm schaffen. Also da lässt eine Spannung zu. Sehr schön. Ja, nun findet am 4.12., also 2 Tage vorher, der 39. Talk im Kiez statt. Und der Gast ist Axel Franz, ehemaliger Klasse, super Gewichtheber hier vom Stützpunkt. Jahrelang AFC 90 gewesen. Um 17 Uhr startet der Talk in der Ringer Gaststätte hier gleich nebenan. Bist du dabei? Ich werde da sicherlich dabei sein. Habe ja jahrelang mit ihm zusammen trainiert. Genau, also war dein Sportkamerad. Ja. Und wenn auch einige Sportler mit rüberkommen, dann... Wenn es zeitlich möglich ist, definitiv, ja. Also dann freuen wir uns auf 2 Highlights. Erstmal am Mittwoch, der 39. Talk mit Axel Franz. Und dann am Abstart ab 6.12. Nachmittag, der 14. 15. oder 15. Danke, Lars. Bis.